Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute selbstverständlich wieder mit meinem Kollegen Volker Zierke. Grüß dich, Volker. Hallo. Und dann haben wir in unserer Runde einen ganz besonderen Gast, dem ein oder anderen bekannt als Kulturbanause von Twitter-X, der gute Benny aus Zwickau. Benny, ich grüße dich. Glück auf und guten Tag. So, liebe Freunde, wir sind zurück und da wir in trauter Dreierrunde, no homo sind, haben wir auch ein Bier dabei. In diesem Sinne, Prost, Jungs. Heute gesponsert von Fiedler, dem Erzgebirgsbier aus... Dem Erzgebirge. Dem Erzgebirge. Ich weiß gar nicht, wo kommt es denn her? Wisst ihr das? Scheibenberg, glaube ich. Ich glaube, es kommt aus Scheibenberg. Nein, die sind natürlich nicht Sponsor unserer Sendung. Nicht, dass wir noch verklagt werden, aber wir trinken es einfach gerne. Gut, wir haben es schon angekündigt, liebe Zuhörer. Wir wollen heute sprechen über Napoleon. Einen Film, der aktuell im sogenannten Kino läuft und der, den wir uns nicht nur zu dritt angesehen haben, sondern der dazu auch noch rege diskutiert wird, sowohl im Internet als auch in den üblichen Feuilleton- und Filmkritikportalen, Zeitungen, was auch immer. Vor allem aber auch in der sogenannten rechten, ja, Twitter-Blase, wenn man so will, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Ich bin ja mal gleich vorweg ein absoluter Filmbanause. Also ich habe keine Ahnung von Filmen, ich gucke mir die an und finde die ganz gut oder ganz schlecht. Ihr zwei seid ja da schon eher das Fachpublikum, wenn man so will. Das ist ja auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben, Benny. Du musst mal näher ans Mikrofon ran. Das dachte ich mir, genau. Wir müssen hier die Gäste immer noch ein bisschen einweisen. Wir haben auch zum allerersten Mal, glaube ich, einen Raucher in der Sendung. Das tut mir natürlich leid, aber dann ist doch durch. Kein Problem. Was rauchst du eigentlich? Palmal. Palmal, echt? Ja. Nicht F-16? Na gut, F-16, bitte. Wie heißt die nochmal? Das war der Flieger. Achso, wie heißt die nochmal? F-6. F-6, aber die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Das ist jetzt... Nuklear. Gibt es die noch? Ja, klar. Haben die nie wieder gesehen am Zigarettenautomaten? Doch. Nun ja, ich bin ja nicht Raucher, aber... Lass dich von Volkers Lügen nicht einfangen. Ja, der tut meine Nervosität jetzt schon wieder in die Höhe treiben. Du bist wirklich nervös? Ein bisschen, ja. Interessant, ja. Ja gut, das kann ich verstehen. Da müssen wir wohl nochmal anstoßen. In diesem Sinne, Prost, Männer. So, jetzt legen wir aber auch wirklich los. Und zwar, also die Israel-Frage. Nein, kleiner Scherz. Legen wir los. Es geht heute um Napoleon. Der gute Volker hat ein paar Fragen notiert. Und ich weiß nicht, ob wir gleich mit dieser ganz banalen Frage, wie finden wir eigentlich den Film, einsteigen wollen. Oder, das fände ich vielleicht ganz interessant, wollen wir erstmal über ein paar Details sprechen. Mal vielleicht vorab. Wir haben gesprochen zuletzt, über welchen Film haben wir zuletzt gesprochen, Volker? Über Oppenheimer. Du hast den auch gehört, ne? Den Podcast? Oppenheimer habe ich gehört und auch den Film natürlich. Und auch gesehen. Auch gesehen. Und da ist ja dieses schöne Fachwort immer im Umlauf, Biopic. Also Biopic bedeutet ja nichts anderes als eine Filmbiografie. Jetzt vielleicht gleich an euch. Haben wir es denn? Ich meine, der Film heißt Napoleon. Wir sprechen über Napoleon Bonaparte, ganz klar. Ist es ein Biopic? Ja. Ich würde das auch so sagen. Ja? Ich würde das so sagen. Ich habe sogar einen schönen Vergleich letztens an der Kritik gehört. Mhm. Es ist wie ein Mr. Wissen to Go Video durchgeskippt. Ach so. Also scheiße oder was? Das lasse ich jetzt unbeantwortet. Aber es werden halt die verschiedenen Stadien von Napoleon werden abgearbeitet. Ja. Inwiefern gut oder schlecht, werden wir ja quasi jetzt in dem Podcast hier besprechen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall, in diesen 2,5 Stunden wird viel Wissen vermittelt. Leider bekommt das eine oder andere zu wenig Zeit. Ja, das ist ja schon mal ein guter Aufschlag, Wissen vermittelt. Also das heißt, wir gehen ja tatsächlich eigentlich mehr oder minder durchs ganze Leben von Napoleon Bonaparte durch. Es gibt ja nun auch Filme, die um Personen oder Ereignisse kreisen, wo man halt nur Ausschnitte sieht. Und zum Beispiel der Waterloo-Film von 1970, der nur die letzte Schlacht von Napoleon sozusagen behandelt. Ja, teilen wir es mal auf. Kriegt eigentlich alles im Leben von Napoleon gleich viel Zeit? Haben wir eine Gewichtung drin?
Es gibt eine starke Gewichtung auf sein Privatleben mit der Frau. Mhm. Was natürlich, also man wird es jetzt Josephine. Nicht, man wird es nicht trennen können, diese Beurteilung und die Analyse des Inhaltes. Es ist natürlich so, dass, wenn wir sagen, 40% des Films mit dieser Liebesgeschichte zwischen Josephine und Napoleon, sag ich mal, verschwendet wird, dass man bei geschichtlichen Ereignissen dann eben, sag ich mal, eher im Husarenritt durchgehen muss, wie ja zum Beispiel Preußen ja eigentlich fast gar nicht stattfindet in dem Film. Und eben, du hast es richtig gesagt, ein paar geschichtliche Ereignisse hinten wegfallen. Dann gibt es ja eben den russischen Feldzug und danach wird das sozusagen sofort entmachtet, wo in der Realität 2 Jahre dazwischen liegen. Und ja, das ist sozusagen der Blick auf Napoleons Leben, einerseits das Historische, aber immer begleitet eben mit dieser Beziehung zu Josephine, was dann meistens in so Voice-Overs erzählt wird, nämlich aus den Briefen, die sich die beiden zugeschickt haben, beziehungsweise ich glaube hauptsächlich ist es Napoleon, dessen Briefe sozusagen seine Stimme vorliest. Genau, aus dem Off werden die immer da meistens sogar vorgelesen. Genau, das so ein bisschen sein Seelenleben, seine Persönlichkeit widerspiegeln soll und wo ja auch der Kritikpunkt dann eben ist, dass der als massiver Kackhalt dargestellt wird. Wobei man sagen muss, dass der Film ja nicht das komplette Leben Napoleons befilmt, sondern der Film fängt ja an, für diejenigen, die noch nicht drin waren, mit der Enthauptung von Marie Antoinette. Ja. Da sieht man dann das erste Mal Napoleon und so fängt der Film halt auch an. Ne? Ja, das ist ganz interessant, weil also diese Schwerpunktlegung, deswegen frage ich danach. Es gibt ja auch so ein paar Dinge, für die Napoleon im Grunde genommen, ich will nicht sagen bekannt ist, aber jeder, der in der Schule war und der das Thema vielleicht in Geschichte hatte, auch Stichwort Code Civil, ne, im Prinzip die, ja, im Grunde genommen Schaffung des modernen Zivilrechts, im Grunde genommen, wie wir es heute noch kennen, das Thema Rheinbund, Heiliges Römisches Reich, das sind alles so Dinge, die werden mal irgendwie so angeschnitten, aber die kommen gar nicht vor. Also wir haben im Prinzip einen extremen Fokus auf seine persönliche Entwicklung als Mensch, wenn man das so sagen will. Natürlich seine Liebesbeziehung, die Beziehung zu seiner Mutter ist natürlich sehr präsent. Der Wunsch nach einem Kind und so weiter und so fort. Aber diese wirklich, wie soll man sagen, diese großen Punkte, die Napoleon als Feldherr, aber auch als Herrscher geschaffen hat, die finden im Grunde genommen gar keine Erwähnung. Also da geht man so drüber hinweg irgendwie. Da kann man sich ja dann eventuell dann nächstes Jahr noch drauf freuen, denn die Produktion hat ja Apple Plus übernommen. Mhm. Und darauf wird dann auch der Director's Cut von Ridley Scott erscheinen. Der soll insgesamt 4 Stunden und 10 Minuten gehen. Mhm. Soll diverse Themen nochmal näher beleuchten. Allerdings wurde jetzt in Infos noch nicht benannt, welche. Also es wurde jetzt nicht genau benannt, welche Situation jetzt nochmal näher. Ja. Aber es sind immerhin nochmal 1,5 Stunden, die mit Wissen gefüllt werden können. Schauen wir mal. Aber wir besprechen ja heute nur den... Ja, ich habe auch gelesen, dass dieser Schnitt, den wir jetzt im Kino anschauen, nur auch mit vielleicht dem Umstand begründet ist, dass es eben rechtzeitig für die Oscars dieses Jahr auch fertig sein soll. Und der Director's Cut, der wahrscheinlich die eigentliche Vision, wenn man davon sprechen kann, bei Ridley Scott, der ja eigentlich nicht der hellste ist sozusagen, dass die das widerspiegeln wird. Und ich finde das große Problem, ich finde es keine Vollkatastrophe, den Film, aber das große Problem kann man eben an diesem Schnitt ablesen, dass viele Sachen unzusammenhängen. Und man sieht, dass die Sachen anders zusammengehören. Also wir können es ja sagen, die Schlacht von Waterloo, die wird für Napoleon verloren gehen. Überraschung. Ich wusste. Und es soll ja auch eine dramatische Schlacht sein. Es ist das Finale vom Film sozusagen. Und aber man hat nicht so richtig das Gefühl, dass das auf der Schippe steht. Aber dann sagt plötzlich der Wellington, der Gegenspieler von Napoleon in der Schlacht, als die Preußen kommen, Gott sei Dank. Und ich bin da gesessen und sage, wieso Gott sei Dank? Du hast doch seit 5 Minuten nur gewonnen, du Idiot. Also das wirkt halt so inkonsistent so ein bisschen. Also Waterloo, da sprechen wir ja noch drüber. Waterloo, ist, bitte, das ist belgisch. Nein, das ist Waterloo. Waterloo. Ja. Das ist das Lied, oder? Ja, das ist sowas. Entschuldige, Volker. nein, der Amtssprache ist deutsch. Ja, das ist total in die Binsen gegangen. Aber da werden wir noch drüber sprechen. Bleiben wir kurz bei Ridley Scott. Was fällt uns da ein? Gladiator fällt uns ein. Haben wir alle gesehen, oder? Ja.
Blade Runner, für diejenigen, die Micha Schäfer kennen, der genialste Film aller Zeiten. Ach, Micha findet es? Ja, ich glaube schon. Überraschend stilbewusst. Naja, nein, also wir sind uns, glaube ich, einig, dass Blade Runner ein guter Film ist. Wir sind uns auch einig, also ich finde auch, dass Gladiator ein guter Film ist. Sehr gut, super. Ja. Alien ist auch von ihm. Alien, oder? Und dann auch die nachfolgenden Filme, die erst später kamen, Prometheus und Covenant Alien. Habe ich nicht gesehen. Der Marsianer. Habe ich auch nicht gesehen. Mit Matt Damon war das damals. Mhm. Ich fand den aber auch ziemlich gut eigentlich, auch sehr lang. Black Hawk Down wären wir jetzt noch im Gedächtnis. Und den fand ich damals auch sehr, sehr gut. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich habe ihn, glaube ich, 5-mal gesehen. Ich hatte so eine gebrannte DVD-ROM davon. Oh, für die Tschechen? Nee, mit gutem Cover? Im Westen war es ein bisschen weit zu den Tschechen. Ach so. Da haben wir Wessis das selbst gebrannt und runtergeladen bei, ich glaube, Emule. Aber Feldsharing. Also nicht ich selber, aber. Nein. Also Black Hawk Down habe ich auch noch in Erinnerung. Fand ich, glaube ich, in Erinnerung eigentlich auch einen ganz guten Film. Hat mir vor allem der Soundtrack sehr gut gefallen. Da waren auch die Musikstücke sehr gut ausgewählt. Ne? Mag mal über das Thema kritisch reden, wie man will. Ne? Aber der Film an sich war wirklich gut. Also kann man eigentlich unterm Strich festhalten, dass Ridley Scott ziemlich viele gute Filme gemacht hat. Genau. Ganz banal gesagt. Ja. Und du sagtest eben schon in der Mini-Vorbesprechung, dass der Mann schon ziemlich alt ist. Oder hast du das gesagt? Ja, das gesagt. 86 Jahre. Wahnsinn. Hat der gute Mann schon auf dem Buckel. Der hat aber die Regie selber geführt, noch bei Napoleon, ja, so viel man weiß. Mhm. Interessant. Ja, ja. Prost. Ich mach mal eins gleich auf. Ja, also interessantes Ding, Ridley Scott als Regisseur des Films. Ansonsten? Man muss aber dazu sagen, was ich gerade eben angedeutet hatte, die Filme von Ridley Scott, die sind ja nicht dadurch bekannt, dass sie sonderlich deep wären. Also sie spielen gern mit deepen Themen. Blade Runner ist, glaube ich, sein zweiter oder dritter Film. Der hat ja diese Vorlage, diese Kurzgeschichte. Ich glaube, Stanislaw Lem oder Dick Phillips ist es, glaube ich. So eine Science-Fiction-Idee, an der so rumgespielt wird, eben ob Androiden eigenes Bewusstsein entwickeln können. Und da hat man das erkannt, dass er sich gerne mit solchen Themen auseinandersetzt, aber die sozusagen in der Komplexität nicht rüberbringen. Ich finde, das ist auch so ein bisschen das Problem von Napoleon jetzt. Wir werden noch später darüber sprechen müssen, was man mit Napoleon als Figur hätte machen können, weil er eigentlich auch für Rechte eine zentrale Figur ist, glaube ich. Oder sein könnte. Müsste. Und ob Joaquin Phoenix wirklich die Paraderolle für diesen Film war? Ja. Das wäre vielleicht auch noch eine Frage, die man stellen könnte. Das habe ich jetzt auch schon öfters gelesen. Ja. Keine Frage, sehr, sehr guter Schauspieler, aber für Napoleon. Ja, schließen wir vielleicht das Thema, damit wir nicht durcheinander kommen, schließen wir das Thema sozusagen alles, was so rundherum spielt, einmal ab. Also Ridley Scott, du hast was zu Filmmusik gesagt. Benoy, gibt es da irgendwas, was man da sozusagen noch erwähnen könnte? Also ich fand den Soundtrack bzw. den Score fand ich jetzt nicht besonders gut. Natürlich in den Schlachten und so hat man sich halt mehr auf Trommeln, auf Bläser bezogen. Ne? Der Filmscore ist von Martin Phipps, der aber eigentlich mehr in Serien zu Hause ist, anstatt einen Film. Er hat schon ein paar Filme gemacht. Allerdings hat der Soundtrack für mich nicht, wie zum Beispiel Oppenheimer, mich durch den Film getragen und mir eine Spannung aufgebaut, wo ich Gänsehaut bekommen habe. Ja, war unaufdringlich. Er war unaufdringlich. Er hatte eine gewisse mittelspaßige Spannung oder wie, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Mhm. Aber der richtige Höhepunkt hat mir gefehlt. Mir hat da wirklich diese Explosion gefehlt, wo ich wirklich einmal im Film dachte. Ja, bei Oppenheimer war das natürlich krass. Also da hat es sich ja fast erschlagen, ne? Wenn es dann, wenn die Szenen, die Hauptszenen sozusagen gekommen sind. Ich fand es jetzt bei Napoleon auch nicht so. Was mir aber gut gefallen hat, ich fand es nicht verhunzt in der Hinsicht, dass man jetzt bewusst irgendwie so ganz moderne Anklänge genommen hat, dass man da irgendwie aus falschem Bewusstsein heraus irgendwie so eine Art neue Interpretation reingebracht hat. Man hat viel so, ich weiß nicht, bin da jetzt nicht so bewandert, ich weiß nicht, ob es so eine Art Querflöte oder so war. Man hat sowas viel drin gehabt, so militärische Märsche, daran war es so ein bisschen teilweise angelehnt, ne? Ich nehme auch an, dass es tatsächlich historische Musikstücke sind, die da zitiert werden. Ja, also das fand ich an sich nicht schlecht. Also so wie du sagst, es hat mich nicht umgehauen. Ich würde aber auch nicht sagen, es war jetzt störend. Also die Musik war jetzt nicht, dass ich sage,
Um Gottes Willen. Nein, das ne? Beim Gottes Willen nicht. Aber ich denke, man hätte es besser machen können. Mhm. Es gibt auch historische Filme, die auch ohne neumodige Musik oder Popsongs zurechtkommen, die aber trotzdem ein gewisses Gefühl vermitteln. Und das will ich ja. Und gerade im Kino, wo der Sound wirklich eine extrem große Rolle spielt, wie wir halt waren, ne? Der Kinosaal war voll, es war ein wirklich guter Klang. Ne? Da hätte ich mir dann noch das ein oder andere Musikstück gewünscht, was mich noch ein bisschen durch gemanche Szenerie trägt. Das Problem ist ja halt, die beste Musik bringt dir halt auch nichts, wenn die Charaktere sich nichts Meaningfules zu sagen haben, weißt du? Ich merke schon, der Volker will gleich vorstoßen zur entscheidenden Frage. Dann machen wir das doch einfach. Ich meine, wen das interessiert, wer jetzt der Regisseur ist, wer da irgendwie die Kamera geführt hat. Vielleicht kann man darauf noch kurz eingehen, weil du sagst, Ridley Scott macht keine Filme, die besonders tiefgehend sind. Was? Ich wollte noch dazu sagen, bevor ich habe natürlich einen Fehler gemacht. Der Autor vorhin heißt Philip K. Dick, nicht Dick Philip. Gut, Entschuldigung angenommen. Dick Philipp. Bevor Martin Lichtmeß jetzt hier böse Kommentare drunter postiert. Ja, jedenfalls. Shitstorm kommt rein. Also ich fand aber trotzdem, und ich sag, ich bin kein Filmexperte, dass ich jetzt sagen würde, oh, in dem Film hat der die Kamera geführt und so. Aber also ich fand, es gab einige richtig geile, brutale Kameraaufnahmen, die mir richtig gut gefallen haben. Gerade auch das Ende mit dem Hut zum Beispiel war extrem gut gemacht. Der Hut ist ja das Markenzeichen, was sich ja wirklich extrem durch den Film trägt, ne? Mhm. Den er auch seiner Frau dann aufsetzt, wo er das eine Mal zurückkehrt und so. Irgendwie ein ziemlich prägnantes Stilmittel, was man richtig extrem herausgehoben hat. Also einige Kameraaufnahmen fand ich richtig gut. Einige Kamerafahrten, wo wir eben Waterloo hatten. Austerlitz zum Beispiel ist, finde ich, sehr gut gelungen, die Schlacht. Das war für mich ein kleiner Höhepunkt. Die Szene mit dem Einbrechen im Eis hat man bestimmt schon in 100 Filmen gesehen. Wer sich jetzt auskennt, der wird sagen, naja, das ist ja nur geklaut. Fand ich aber auch sehr gut, immer wieder mit dem Blut, gut gemacht. Also ich muss sagen, rein von der ich sag jetzt mal, laienhaft Kameratechnik von einigen Aufnahmen, fand ich's, ich würde sagen, gelungen. Und hat mich und wie gesagt als Laie durchaus an Szenen auch aus Gladiator erinnert. So diese Kamerafahrt rum, mal deutsch gesagt, um den Arsch. So auf der einen Seite angefangen und dann rumgefahren und so weiter. Schön von unten gefilmt, nach oben und so. Das sind Sachen, die machen bestimmt auch andere Regisseure und wie auch immer. Aber muss ich sagen, das hat mir gut gefallen. Es war nicht überwältigend bildgewaltig. Also so gibt ja Filme, die dich dann fast mit den Aufnahmen erschlagen, wo du sagst, um Gottes, jetzt ist wirklich Superlative genug. Also da muss ich sagen, hat es mich überzeugt. Wir werden ja gleich, Stichwort Charaktere und so sprechen. Also so von den Aufnahmen her fand ich's gut. Und du sagtest ja, Benny, dass du, es ist wenig animiert, ne? Eigentlich fast so wie gar keine CGI. Also die Soldaten, halt Kostüm, alles. Die Soldaten waren alle da, waren alles Akteure, Schauspieler. Und das ist natürlich in der heutigen Filmlandschaft leider Gottes selten geworden. Sie haben ja auch vor Ort gefilmt. Also zum Beispiel gibt es die Schlacht in Ägypten, an Pyramiden, die ist in Marokko gedreht worden. Also wirklich auch vor Ort, nicht in einem grünen Studio. Das hatten wir jetzt so gleich als erstes nach dem Kinobesuch, haben wir gleich gesagt, dass das, man merkt halt einfach, das Plastisch, das ist schön. Die fahren dorthin, die drehen den Film genau dort. Und das merkst du als Kinobesucher. Du bist nicht in einer riesen Lagerhalle, wo wahrscheinlich bis 2-3 Requisiten stehen und die ganze Lagerhalle ist einfach nur grün ausgemalt. Und das ist leider heutzutage leider selten, vor allen Dingen bei Produktionsfirmen wie Netflix und Disney Plus. Nee, ist ja von Apple Plus. Ja, ist das so? Ist das ja, muss man ihnen auch mal sagen, gut gemacht. Ne? Und du sagtest auch relativ wenig Drehtage, ne? 61 Drehtage. Ist ja wirklich nichts. Hat das Ganze gekriegt, wahrscheinlich Postproduktion dann noch mal ein halbes Jahr oder so. Naja, aber das ist insgesamt trotzdem wahnsinnig wenig Zeit. Ja, auch das Budget für 2023, die 200 Millionen Euro, würde ich, weil ich denke, da werden eigentlich auch das Werbebudget wird da wahrscheinlich auch mit drin sein. Ist wahrscheinlich gar nicht so hoch. Zumal Joaquin Phoenix bestimmt auch nicht wenig Gage nimmt, ne? Ach, würde ich mir gar nicht so sagen. Er ist ja eher so ein Typ Schauspieler, ne, der halt das macht, was er liebt, ne? Mhm. Und da auch eher mal auf einen Euro verzichtet. Ja, okay, aber das ist wirklich extrem wenig Geld und extrem wenig Zeit. Kann man jetzt drüber diskutieren, ob man das in dem Film wieder merkt. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig, grundsätzlich, also diese Entscheidung zu sagen, man verzichtet auf diese ganz krasse Flut an Animationen. Das bildet man, also ich bilde mir ein, dass man es merkt. Also es wirkt wie ein authentischer Film. Ja, die Szenen wirken authentisch. Definitiv. Nicht gekünstelt. Und das gehört auch in so ein Epos, so ein Zeitepos, finde ich, dazu. Dass der Kinoschauspieler merkt das und auf der Kinoleinwand sogar noch mehr. Ja.
Gut, kommen wir jetzt, also das ist ja so ein Thema, vielleicht das ganz, noch ganz kurz. Wir haben ja drüber gesprochen oder ich hatte es einleitend gesagt, dass wir es von rechter Seite, sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen Raum, französischsprachig auch sehr viel mit Kritik an dem Film zu tun haben. Also man kann schon fast sagen, er wurde eigentlich durchgängig von rechts zerrissen. Mhm. Kann man eigentlich schon so sagen. Fälle. Und ich glaube, das Einzige, was teilweise gelobt wurde, waren die Kostüme. Mhm. Also dass das sehr Frisuren, Kostüme, Kopfbedeckung, Szenerie generell, also wie sind Räume gestaltet und so. Ich glaube, das ist vergleichsweise gut weggekommen. Ich meine, es gibt natürlich immer die Supernörgler, das finde ich dann aber auch ein bisschen übertrieben, die dann sagen, naja, und der zu der Zeit haben die noch keinen fünften Hemdknopf getragen und der hat eine Manschette angehabt, das gehört sich eigentlich nicht. Da muss man dann auch wieder sagen, Leute, also bei aller Liebe. Die sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die dann nur noch Kinofilme von 1960 bis 1980 gucken und alles danach ist einfach nur schlecht. Das wäre auch vernünftig, wäre. Ich hab's genau gewusst. Oh, der böse Blick. Nee, also kommen wir doch zur Kernfrage. Aber man muss auch sagen, ja, weil wir es gerade von der Authentizität hatten, es ist natürlich schon, also kann ja alles sein mit den Kostümen und vor Ort Filmen und kein CGI und so. Wenn die Schlacht dann halt trotzdem nicht wirkt wie eine richtige Schlacht, ist das dann schon ein Problem. Und das ist ja das Problem, was ja auch auf Twitter angesprochen wurde, ist, dadurch, dass der Film so zusammengekürzt ist, sind die Schlachten sehr komprimiert und erwecken eben den falschen Eindruck, dass das jetzt so Gefechte sind, so kleine, durch eine Entscheidung. Also zum Beispiel wird der in Austerlitz so der Eindruck erweckt, dieser geniale Schachzug von Napoleon wäre es gewesen, die bescheuerten Kanonen abzudecken, was halt Blödsinn ist. Also zumindest habe ich das nicht. Und was war der geniale Schachzug? Naja, es ist einfach eine komplexe Schlacht, die sich, also Austerlitz jetzt nicht, aber die Schlachten zu der Zeit sich über mehrere Tage teilweise erstreckt haben, dass die durch Vorgefechte geprägt sind, durch Nachgefechte, durch Flügelangriffe, die man zum Beispiel aus Napoleons Position nicht gesehen hat. Und das, was die Schlacht in Austerlitz im Film zum Beispiel prägt, das ist dieser, was du gesagt hast, dieser zugefrorene See, ja. Das ist eigentlich eine Randnotiz im realen Gefecht gewesen, weil sich die Teile der Russen und Österreicher eben über einen zugefrorenen Teich entfernt haben und teilweise eingebrochen sind. Aber da war die Schlacht schon längst entschieden. Also es war jetzt nicht ein genialer Move, Kanonen zu... Wobei in dem Film war es ja eigentlich auch entschieden. Es war ja nur so, dass er praktisch die flüchtenden Soldaten vernichtet hat. Ja, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht das... Aber ich denke mal... Wobei die sind vermutlich auch von alleine eingebrochen. In dem Film wird ja suggeriert, er hätte durch die Kanonenschüsse bewusst... Genau das ist ja das, denke ich, was Volker auch meint. Also in dem Film wird halt suggeriert, oh, genialer Schachzug. Er hat sie auf diesen See getrieben und hat sie dann dort weg bombardiert. Aber sind wir doch gleich mittendrin. Ist sowas denn nicht im Rahmen einer der Erzeugung einer spannenden Handlung für den Durchschnittszuschauer legitim? Also es hängt ganz stark zusammen mit dem, was ich da aufgeschrieben hatte, nämlich wie man das denn interpretieren will. Also was ist die Vision von Napoleon? Ich halte halt diese Rechts-Twitter an sich für falsch, dass man sich irgendwie an historischen Fakten zu orientieren haben muss, weil nur das zählt. Und es ist Quatsch, weil jeder Film, auch jedes Buch, ich meine, Shakespeare hat auch ungefähr das Leben jedes britischen König jemals in Dramaform gepackt. Das hat auch keinen Anspruch auf historische Authentizität. Es geht immer um eine Interpretation aus dem Zeitgeist natürlich auch heraus. Und wie willst du Napoleon, wie willst du die Schlachten darstellen? Und da darf man sich schon künstlerische Freiheiten nehmen. Mhm. Das Problem ist halt nur, dass dem Film dieser rote Faden so ein bisschen fehlt, also was er mit Napoleon eigentlich vorhat. Und wenn es einen gäbe, dann neigt es doch eher dahin, den Napoleon als Kack darzustellen, als Typ, dem alles eher so per Zufall ein bisschen zufällt. Der sein Genie kommt zum Beispiel nicht durch, dass er militärisches Genie war, dass er, was wir am Anfang kurz gesprochen haben, dass er ein Revolutionär war im Prinzip, dass er im Prinzip ganz Europa erobert hat und seinen Stempel aufgedrückt hat, das kommt im Film ja überhaupt nicht vor. Kann ich auch nur zustimmen. Also die militärische Kriegsführung wird im Film wirklich, die Genialität von ihm wird extrem runtergeschraubt. Ne? Ja. Es gibt eigentlich nur eine Szene, wo ihm da gehuldigt wird, denke ich. Das ist ganz am Anfang, wo er sich praktisch beweisen muss. In Toulouse. Toulon ist es, glaube ich. Ne? Toulon. Wo er sozusagen reinkommen will in die Gang, wenn man so will.
Und da dann im Prinzip, da wird er ja auch dargestellt, das gibt es ja mehrfach im Film, er rennt dann ja selber auf die Mauern und kämpft mit seinem Säbel praktisch dort gegen die Engländer. Und das wird ja dann auch nochmal in Waterloo dargestellt, wie er in die Schlacht reitet. Das was ist übrigens ja, Quatsch ist. Das dachte ich mir schon, aber er wird da so ein bisschen wie Theoden, der selber mit seinen Reitern in die Schlacht reitet und deswegen begeistert. Du hast ja auch die Szene, wie er dann Brot verteilt im Russlandfeldzug, wo ganz eindeutig das Bild eines dem Soldaten nahen Feldherrn gezeichnet wird, der im Vergleich zu Wellington zum Beispiel, der wirklich nur rumsteht, als der Typ gezeichnet wird, der irgendwie mit in die Schlacht reitet. Fast schon so ein bisschen manisch wahnsinnig. Und das ist das Einzige, finde ich, gleich am Anfang, wo man praktisch sagt, ja, da kommt ein Typ auf die Bühne der Historie sozusagen, beweist sich da, indem er die Franzosen zum Sieg führt und dann ist er praktisch auf der Siegerstraße. Ansonsten, ja, wird immer mal wieder angedeutet, dass er militärisch da ziemlich fit drauf ist, mit den, du sagst es, abgedeckte Kanonen und so. Ja, aber so das Genie kommt jetzt nicht raus. Das wird meist von anderen immer gesagt, ne? Also von anderen Akteuren, Schauspielern, beziehungsweise die sagen halt immer Napoleon, der große Stratege. Aber selbst als Zuseher im Film merkt man davon gar nichts. Aber bleiben wir kurz bei dem Punkt, damit wir uns nicht verlieren. Historische Ereignisse. Bleiben wir mal bei diesem Punkt. Wie historisch inkorrekt ist denn der Film? Also ohne jetzt jedes Detail aufzuarbeiten. Wir hatten es ja, das war ja ein lustiger Punkt, Volker, du hattest es, glaube ich, gehabt, oder ihr beide auf Twitter mit irgendeinem Nutzer, mit dem Schwatten. No. Ja, dass jemand sagt, oh, das ist ja hier wieder der politisch korrekte Film vor dem Herrn. Man kennt es ja aus auch zeitgenössischen Serien. Du hast jetzt schon Netflix und so angesprochen. Ach, ich weiß, was du meinst, was du ansprichst. Es gibt diverse Serien, wo man sagt, ja, das spielt jetzt irgendwie hier im, was weiß ich, 18. Jahrhundert und plötzlich Caesar als Neger, sowas. Ja, das sind ja die Extrembeispiele, die halt besonders auffallen. Aber du hast es ja viel unterschwelliger, dass du sozusagen dann in allen möglichen Serien plötzlich im Haus von Königin so und so sind 70% der Personen sind halt Schwarze oder plötzlich sind da Asiaten. Ich meine, das ist noch viel unwahrscheinlicher. Wo kommen die jetzt her? Und alle homosexuell. Das sowieso. Wobei wir ja wissen, dass alle Griechen auch homosexuell waren in der Historie. Aber nein, ich meine, also da gab es den Streit darum, dass neben Napoleon dort ein schwarzer General oder was oder Feldherr irgendwie. Naja, stand. General. Und den gab es ja wirklich, ne? Genau. Genau. Das ist der lustigerweise der Vater von Alexandre Dumas. Der zum Beispiel die drei Musketiere geschrieben hat. Der auch ein. Die waren Mulatte. Ja, anscheinend. Wusste ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Also. Aber, oh nein. Aber es ist natürlich kein Schwarzafrikaner, sondern ich glaube aus den karibischen Besitzungen von Frankreich zu der Zeit. Also er ist im Film trotzdem falsch dargestellt. Weil es ist ja genauso wie diese Amazon-Richtlinien für politische Korrektheit. Muss ein Schwarzer jetzt von einem Schwarzen aus Sudan dargestellt werden oder geht es auch von einem Schwarzen aus der Krim? Ist mir scheißegal. Also. Ja, große Unterschiede gibt es da nicht. Gut, aber es ist jetzt erstmal so, wie also deswegen nochmal wiederholt, wie historisch inkorrekt ist denn der Film? Also, das hast du ja auch gesagt, lieber Benni, er nimmt viele Sachen raus. Das liegt, denke ich, in der Länge des Films begründet. Du hast eine Zeitspanne, weiß nicht, von 1821 bis 1793 am Anfang. Das, und da werden einfach Jahre weggeschnitten. Wie zum Beispiel, also da ist dann halt, ne, Moskau wird niedergebrannt. Es wird deutlich gezeigt, okay, dieser scheiß Russlandfeldzug, der ist gescheitert. Und die nächste Szene ist, glaube ich, wie Napoleon sozusagen seine Absetzung hinnehmen muss. Direkt danach. Direkt so, genau, das aber da liegen 2,5 Jahre dazwischen, Wahnsinn. In denen er auch noch die Völkerschlacht in Leipzig zum Beispiel verliert. Stimmt, die fehlt ja die vollkommen. Die fehlt komplett, das ist auch ein sehr großer Kritikpunkt eigentlich. Ja, nee, Preußen, also Blücher, findet nur in einer Szene, in einem kurzen Schnitt statt. Und ich glaube auch, dass er im Director's Cut wahrscheinlich mehr Zeit bekommt, auch die Deutschen an sich oder die Preußen vielleicht. Aber schneidest du eine ganze Schlacht aus einem Film raus? Ja, eben, das ist ein. Also da habe ich leider Angst. Also ich denke, die Völkerschlacht bei Leipzig, denke ich, findet nicht in den Director's Cut. Schon allein der Kostengründen. Ich denke, Hintergrundinformationen und sowas wird alles noch dazukommen. Ne? Ist anderthalb Stunden, das ist noch viel Zeit. Aber eine ganze Schlacht in den Director's Cut reinpacken. Ich meine, das ist ein welthistorisches Ereignis. Da kann man, glaube ich, nicht drüber streiten. Also
ne, also das hat auf jeden Fall den Rang von Austerlitz und Co. Ist natürlich eine sehr deutsche Perspektive, die wir hier einnehmen. Ich wollte gerade sagen, sind das jetzt die deutschen Zuschauer, die das vermissen? Oder ist das dann, sind es auch Amerikaner, die sagen, oh, aber es ist im Prinzip die Entscheidungsschlacht des Russlandfeldzuges, weil Napoleon danach nicht wie geplant in Polen bzw. in Schlesien chillen konnte, wie man auf Neudeutsch sagt, erneut gegen Russland vorzugehen, sondern dann eben, deswegen auch Völkerschlacht sozusagen, vom geeinten europäischen Volk bei Leipzig auf den Sack bekommen hat, von Österreichern, Russen und Schweden und Preußen. Und das ist ja rausgefallen. Das finde ich schon nicht gut, um es mal so auszudrücken. Es verkürzt viele Sachen, weil, wie gesagt, ja auch diese Rolle von Preußen und was da eigentlich dazugehört, so zu dieses komplexe Bündnissystem, das Napoleon erbaut hat. Es wird ja, ich dachte eigentlich am Anfang, weil ich glaube, in der ersten Szene ja schon sein Bruder auftaucht von Napoleon. Ich dachte, dass das eine größere Rolle spielt, dass er ja sozusagen von Spanien bis Westfalen seine Brüder und angeheirateten Generäle sozusagen auf Posten verteilt hat, um dieses Herrschaftssystem aufrechtzuerhalten. Ja, das meine ich ja ganz am Anfang, Thema Rheinbund. Ja. Wo er im Grunde genommen seine ganzen Verwandten verteilt hat auf entscheidende Herrscherposten. Also wir haben es dann ja auch zum Beispiel, ich bin ja nun aus der Nähe von Kassel. In Kassel hast du zum Beispiel die Löwenburg, die steht unterhalb vom Herkules. Ist, glaube ich, sogar von seinem Bruder erbaut worden. Ich war in Dresden auch da, an der Stelle, wo Napoleon stand, also die Schlacht von Dresden, die übrigens vor der Völkerschlacht von Leipzig stattgefunden hat, die er noch gewonnen hatte in Dresden, stattgefunden hat. Oder Ulm, auch bekanntes Gefecht, wo ich im Prinzip geboren bin. Das hat, wir fangen nicht mit einem bürgerlichen Gesetzbuch an, aber wir kommen ständig an Orten vorbei, die Napoleon geprägt hat. Eben, also wenn du sagst, Ulm geboren, Kassel geboren und so weiter und so fort. Napoleon hat einen Stempel hinterlassen in Europa, der ist, ich will nicht sagen einzigartig, aber der zählt zu einem der wenigen Stempel, die wirklich nachhaltig gesetzt wurden. Deswegen auch Stichwort Zivilrecht und Co. Ist Wahnsinn. Und das ist wirklich der Punkt, wenn wir bei historischer Korrektheit sind, der in dem Film überhaupt nicht rüberkommt. Der wirkt irgendwie wie so ein narzisstischer Lustmolch gewissermaßen, der halt so ein paar Kriege führt, aber dass dieser Typ ganz Kontinentaleuropa geprägt hat, und zwar über Jahre und im Prinzip der Herrscher war, man muss sich ja auch, das kommt nicht rüber. Das ist man muss Wahnsinn. Ja auch jetzt beim Thema historischer Authentizität natürlich die eine Sache in den Vordergrund rücken, dass Napoleon ja nicht nur einfach komplett random Europa erobert hat, sondern er hat ein altes System über den Haufen geworfen. Also wir haben die Französische Revolution, die mit dem seit jahrhundertealten Absolutismus Schluss gemacht hat und Napoleon in diesem System aufwächst, in der Französischen Revolution, aber dann letztendlich auch diese Revolution sozusagen über Bord wirft. Er ist eigentlich, und das finde ich das Interessante, deswegen habe ich das auch aufgeschrieben, er verbindet Altes, also er krönt sich ja zum Kaiser, versucht so eine Art wieder absolutistischen Standard herzustellen, verbindet er mit Neuem, also neuen Ansätzen, auch Sachen, die in der Französischen Revolution erkämpft wurden, also Abschaffung des Ständestaats und sowas. Und damit geht auch ein ganz neues System einher. Zum Beispiel, er hat ja am Anfang eben im Zuge der Französischen Revolution für dieses Direktorium oder wie das heißt, auch Kriege geführt, auch auf der linksrheinischen Seite Deutschlands, wo er gefeiert wurde, beziehungsweise die Franzosen als die Künder einer neuen Zeit, eben dieses alte System überwinden werden und in der Hoffnung, dass jetzt ein neues, besseres System kommt. Diese Hoffnungen sind natürlich enttäuscht worden, weil es letztendlich dann auch nur um Machtpolitik ging, aber das kommt halt in so einem Film überhaupt nicht rüber und das wäre eigentlich schon viel, viel interessanter gewesen als halt eine relativ belanglose Liebesgeschichte. Mhm. Die für mich auch wirklich gar keine, wie sagt man da, Magie hat. Also wenn die beiden irgendwie miteinander reden und die haben sehr, sehr, sehr viel Zeit auf der Leinwand, dann reden die halt miteinander. Aber ich finde das irgendwie,
da tut sich so nichts. Also es ist komplett, das könnte auch einfach wegfallen und mir würde es nicht auffallen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Danke. Neudeutsch würde man sagen, ihre toxische Beziehung kommt gar nicht so richtig zum Zuge. Naja, du hattest, glaube ich, gesagt, Benny, dass die relativ viel Briefe dort ausgewertet haben, ne? Ach so, bei der Vorproduktion. Ja, die Briefe zwischen Napoleon und Josephine wurden komplett ausgewertet. Aber einen richtigen geschichtlichen Berater hat aber Ridley Scott an sich nicht gehabt. Mhm. Das kritisieren wohl auch viele. Ne, weiß nicht, ob sie jetzt plump einfach nur die Briefe gelesen haben, ins Amerikanische übersetzt, und haben sich da jetzt so ihr eigenes Bild gemacht. Ne? Aber da fehlte wohl noch ein bisschen Content. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich das, wie ich diese Beziehung, also ich sehe, das ist ganz interessant, diesen Faktor, den du jetzt auch reingebracht hast, Volker, von wegen, dass er so ein Knecht ist, weiß ich gar nicht. Also das ist ja so im Prinzip so eine der Hauptkritiken auch von Rechtstwitter gewesen, der lässt sich da von seiner Alten so unterbuttern. Hm. Was ja wahrscheinlich wirklich so war. Ja, unabhängig davon ist es doch aber auch so, dass sie am Ende ihm anhängt. Durchaus. Also als er sich scheiden lässt, als er sie aufs Abstellgleis stellt, dann ist sie todunglücklich, hängt wieder an ihm. Also ich finde eigentlich, dass das als eine, du hast gesagt, toxische Beziehung dargestellt wird, in der beide auf unheilvolle Weise voneinander irgendwie abhängig sind. Also man kann natürlich vorschnell irgendwie sagen, gerade wenn man bei so Sachen ein bisschen empfindlich ist, vielleicht auch zu Recht, ja, und die Alte sagt dann in der Szene irgendwie, du bist nichts ohne mich, du bist nichts ohne mich, aber er macht das vorher auch. Und es ist eigentlich so ein Wechselspiel, finde ich. Er ist mal der Knecht von ihr, sie ist mal plötzlich total die, ja, ich meine, gut, sie betrügt ihn halt. Es kommt ja aber auch raus, dass er sie betrogen hat. Sie fragt ihn ja, ja, hast du mich betrogen? Und ich finde eigentlich, eine toxische Beziehung ist es gut getroffen. Ich finde nicht, dass er so ein, und ich habe da eigentlich einen sensiblen Radar, du weißt es, Volker, bei solchen Dingen, aber ich finde eigentlich nicht, dass er als so ein Hardcore-Knecht rüberkommt. Er auch nicht natürlich als der Gebieter, der sagt, ach, was die Weiber machen, ist mir egal, das auch nicht. Aber ich finde, das ist so eine unheilvolle Paarbeziehung, in der beide eigentlich abwechselnd immer wieder diejenigen sind, die irgendwie abgefuckt werden, auf Deutsch. Also ich finde nicht, dass er jetzt nur der Knecht ist, der von seiner Frau beherrscht wird. Also so im Sinne von, der hat gemacht, was seine Frau wollte. Fand ich nicht so krass, wie es teilweise in der Kritik dargestellt wird. Ich fand es auch nicht so krass, wie es in der Kritik dargestellt wird, aber der Aspekt ist schon präsent, gerade im ersten Drittel vom Film, würde ich sagen. Gegen Ende wandelt sich das aus irgendeinem Grund wieder, und das würde ich dem Film auch vorwerfen, dass der da eben nicht konsistent ist. Also gerade diese Figur vom Napoleon einfach nicht klar entwickelt ist. Also es gibt Szenen, wo der sozusagen der kühle Stratege ist und irgendwo rumsteht und tatsächlich Befehle gibt. Dann ist er der Typ, der irgendwie seine Alte unter dem Frühstückstisch durchrammeln will. Und im nächsten Moment ist er der Typ, der sich die Mütze vom Kopf reißt und reinschreit, weil er den scheiß Feldzug nicht mehr gewinnen kann. Aber es hat irgendwie keine Verbindung untereinander. Also was von Entwurf von Mensch das sein soll. Also du könntest jede Szene nehmen und hast einen anderen Typen vor dir. Ja, aber ist das wirklich inkonsistent? Also ich meine, dass hier Folgendes gemacht wurde. Und das ist auch das, sage ich jetzt mal ganz frei heraus, was immer wieder gemacht wird mit der Figur von Hitler in Filmen. Es gibt verschiedene Aspekte. Du kannst jemanden als genialen, großen, aber menschlich kalten Feldherrn darstellen. Ja. Wir hatten ja das Thema, ich muss wieder darauf zurückkommen, American History X schon mal. Ja. Da hat man den Versuch gewagt, zu schauen, ob man einen Nazi, der im Grunde genommen ein Totschläger-Mörder ist, in dem Film, so darzustellen, dass er als Monster den Zuschauer abstößt. Ja. Das Gegenteil ist passiert. Ja. Daraus hat man unter Umständen gelernt zu sagen, wir können Charaktertypen eindimensional darstellen, weil wir ein Ziel haben. Oder wir können einen Charakter, der historisch bedeutsam war, und das sind sie alle gewesen, faktisch, ganz neutral, historisch bedeutsam, als so eine Art Wahnsinnigen. Also ich finde, der wirkt ja wie so eine Art Wahnsinniger. Ja. Also der ist getrieben von irgendwas, was man nicht weiß,
seine Frau, also Josephine, behauptet ja im Film, er sei von so einer Art kleiner Mann-Syndrom, ne? Das ist ja der Klassiker. Also das wird so nicht ausgesprochen, aber vom kleinen Mann-Syndrom. Das Napoleon-Syndrom, ne? Genau, das Napoleon-Syndrom, was man ja dann Hitler eben auch unterstellt hat. Werden ja auch oft verglichen. Ja. Nur so dieses, der kleine Mann, der über den in der Schule Witze gemacht wurden, weil er so ein Zwerg ist und so ein, was weiß ich, kleinen Schniepi hat. Und dann schlägt er zurück. Dann schlägt er zurück. Das ist so die klassische Geschichte. Und man tut sich natürlich einen Gefallen, also wenn man eine politische Intention hat, zu sagen, das ist so ein komischer Freak, der, ich meine, sprechen wir mal über diese Sexszenen. Napoleon wird ja dargestellt wie ein vollkommen krasser Schwanzversager. Muss man mal wirklich, das ist das genau treffende Wort. In der ersten erotischen Szene des Films schläft er, ich drück's mal jugendfrei aus, schläft er mit seiner Frau. Die sind gerade frisch verheiratet. No. Es gibt von ihrer Seite keine Anziehungskraft. Sie findet ihn vollkommen uninteressant, außer dass er eine Machtposition hat. Dann siehst du so eine 10-Sekunden-Szene, wie er die von hinten durchnimmt, wie so eine Nähmaschine. Und die Alte guckt irgendwie in der Gegend rum und sagt so, ach, bist du jetzt fertig? So in der Art. Also so das klassische Ding. Da erinnert sich jeder von uns wieder an sein 16-jähriges Ich, ne? Ja, so in der Art. So, ich hab ja gar nichts gemerkt. So. Und so wird dieser Mann im ganzen Film dargestellt wie einer, der es nicht hinkriegt. Und das ist doch das zentrale Moment. Ein Mann, der es nicht hinbekommt, Frauen zu befriedigen. Und sie sucht sich im Anschluss sofort einen Liebhaber, dem sie nachschmachtet. Bei der Szene, dieser Krönungsszene als Kaiser, ja, 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 läuft sie an ihm vorbei, an ihrem ehemaligen Liebhaber, beachtet ihn nicht und Napoleon guckt so rüber. Aber so. Ist das nicht der Inbegriff des Kacks? Vielleicht, aber du kleiner Wurm, Napoleon hat auf dem Feld der Liebe verloren, also er ist einfach ein, ja auf Deutsch gesagt, Schwanzversager in dem Film, schafft es aber in die Machtposition zu kommen, wo er der Boss ist. So, und deswegen dieser Vergleich mit Hitler im Film, wie wird Hitler dargestellt in jeder Doku? Genialer Feldherr, sagen einige. Manche sagen total der Depp, aber so wird er oft dargestellt. Doku, genialer Feldherr. Getrieben von Machtgelüsten, kleiner Mann-Syndrom. Aber was war denn da eigentlich mit Eva Braun? Hat er je mit der geschlafen? Hat der es hinbekommen? War der vielleicht schwul? Dann dieser Mist, hat er nur ein Ei? Man versucht also solche historischen Figuren, die, wie gesagt, historisch bedeutsam waren und die Weltgeschichte faktisch geprägt haben, ohne Zweifel, auf so eine neumoderne Art zu deuten als ja, Versager, also Typen, die mit Weibern nicht können. Sexuelle Frustration führt zwangsläufig zum Weltkrieg. Ja, so. Könnte man es kurz fassen. Und so wird, deswegen ist die Frage, Volker, ob das wirklich inkonsistent ist. Der wird einfach als, ich finde, du sagst, Napoleon war ein genialer Feldherr. Napoleon hat Europa seinen Stempel aufgedrückt. Napoleon hat den Code Civil geschaffen. Wie wird er aber denn dargestellt? Wie ein Typ, der einer Frau hinterher schmachtet? Da sind wir wieder beim Begriff Kack irgendwo. Der irgendwie durchs Leben irrt und wie so ein Wahnsinniger überall Brände zündet. Ja, aber das Problem ist, also gerade, ich erwähne das so oft, weil es mein Eindruck ist, im ersten Drittel waren richtig harte Cringe-Szenen drinnen, wo die so ein bisschen Slapstick-artig sind. Also ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, eine von den ersten Szenen, wo Napoleon dann irgendwas zusammenstammelt und die Hilfe von seinem Bruder braucht, um dem Arschloch vom Direktorium zu erklären, warum nur er jetzt die Belagerung von Toulon brechen kann. Und dann gibt es die andere Szene, wo er sich sozusagen zum ersten Konsul aufschwingen möchte und erstmal rausgejagt wird und dann runterfällt die Treppe und dann so außer Atem ist, weil er weggelaufen ist und die Treppe runtergefallen ist und dann irgendwie seinen Soldaten so einen heiseren Befehl entgegenwirft und dann, es wirkt halt alles nicht zusammenpassend mit dem, was dann gerade im letzten Teil des Filmes passiert und das fand ich sehr, sehr gut eigentlich. Zum Beispiel in Moskau reitet er sehr, sehr selbstbewusst ein und fragt sich, ja, wo bist denn du schwuler Zar? Ich kann dich richtig fertig machen, wenn ich will. Oder in Waterloo, wo ich eigentlich die Person von ihm eigentlich am besten dargestellt fand, wo er eigentlich wirklich so ein zynisch kalter Typ am Ende ist, der dann einfach nur noch vor seinem Zelt steht und abwartet und versucht, die Schlacht zu gewinnen. Und das passt nicht zusammen für mich. Ja, ich habe immer gedacht, in den Szenen, wo er sozusagen in Frankreich ist, wirkt er wie so ein absoluter Lappen. Und sobald er sich wieder im Feld befindet, wirkt er irgendwie wieder halbwegs selbstbewusst. Also es wird so dargestellt wie ein Mann, der halt nur im Felde irgendwie
irgendwie er selbst ist oder so. Mhm. Also insgesamt ist es, also was die Person betrifft, wie so eine Art psychotische Darstellung von so einem wahnsinnigen Neurotiker, der irgendwie durch die Welt irrt und nicht so richtig weiß, was er macht. Und das da würde ich schon sagen, die Charakterdarstellung ist total krass daneben gegangen. Für mich war es jetzt gewissermaßen nicht inkonsistent, weil inkonsistent kann nur sein, was einer gewissen Logik folgt. Also, ja gut, es folgt keiner Logik. Und es ist irgendwie so, es ist einfach so, der Typ wird halt irgendwie wie ein Wahnsinniger für mich dargestellt. Also wie so ein Freak halt. Das trifft es eigentlich am ehesten. Der Typ ist ein kleiner Versager-Freak. So ein Typ, der irgendwie immer, der könntest da auch, der Hund, der immer gedroschen wurde und irgendwann zurückbeißt. Das ist dann irgendwie so Napoleon. Und das ist die denkbar dümmste Darstellung eines Charakters, ist sozusagen diese Freud-Westentaschen-Psychologie der Hausfrauen, Desperate Housewives-mäßig. Er wurde immer verdroschen und jetzt rächt er sich halt. Und so wird er irgendwie dargestellt. Und das finde ich, das ist wirklich lächerlich. Ich sagte es ja am Anfang, Filme sind immer Spiegel ihrer Zeit. Und das ist halt die Ridley Scott-Version von Napoleon, wie eine solche Person heute durchdekonstruiert werden muss. Passt wie die Faust aufs Auge. Gerade auch die Sexszenen mit Napoleon und Josephine, die waren mir so unangenehm zu gucken, als ob ich nachmittags RTL 2 irgendwie hier Hartz IV und sonst irgendwelche Serien gucke. Es war mir wirklich, ich hätte gern die Augen zugemacht und mal kurz 2 Minuten vorgeskippt. Ja, das ist halt, aber ist basiert sowas auf dem. Also schreibt sowas ein 90-jähriger Mann? Ich glaube übrigens, das Drehbuch ist nicht von ihm. Nee, das Drehbuch ist nicht von ihm. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also wenn man die anderen Ridley Scott-Filme kennt, dann würde man ja. Ich habe übrigens auch gelesen, dass Phoenix sich nicht auf die Rolle des Napoleon vorbereitet hat. Er musste dann mit Ridley Scott jede Szene vor dem Film nochmal durchsprechen, weil er gesagt hat, ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. Habe ich gelesen. Also das Drehbuch ist von David Scarpa, habe ich jetzt mal noch ganz fix rausgesucht. Hast du Early Life gecheckt? Das Einzige, also die Referenzen, die hier noch stehen sind, er hat 3 Folgen für The Man in the High Castle geschrieben. Ah. Super. Der Tag, an dem die Erde stillstand, ja, auch näher. Die letzte Festung, okay, ging und alles Geld der Welt. Und dann war es das schon. Also hat er sich ja quasi mehr oder weniger einen Neuling gesucht, gerade für so ein schwieriges Thema. Puh. Ich glaube, solche Biopics sind halt generell immer sehr schwierig, vom Genre her. Aber es wirkt nicht, ich weiß jetzt natürlich nicht, deswegen, das ist eine Unterstellung, ob Ridley Scott bei den anderen Filmen jetzt das Drehbuch geschrieben hat, vermutlich nicht bei allen. Also wenn du jetzt Gladiator vergleichst, wie sozusagen der Mann in Gladiator dargestellt wird und die Rolle der Frau und so, es hat halt nichts miteinander zu tun. Ja. Das muss jetzt nichts heißen, weil vielleicht will man einen Gladiator anders darstellen als Napoleon. Aber es fühlt sich nicht so an, als hätte jetzt ein 90-jähriger Mann diese Rolle geschrieben. Gladiator ist, finde ich, ein guter Vergleich, weil man an dem ja sehr gut sieht, wie man historisches Epos und eine persönlich nachvollziehbare Geschichte miteinander verbinden kann. Ja. Also der Gladiator Maximus in Gladiator, der ist ja nicht unnachvollziehbar, der ist kein Freak und der ist auch nicht irrational oder sowas, sondern der handelt halt aus einer bestimmten Motivation, die kann man jetzt gut oder schlecht finden, die Familie, bla bla bla, und daraus entspinnt sich dann alles und alles wird so draußen rumgepackt. Ich meine, es ist ja auch nicht historisch korrekt, dass der Commodus in der Arena gestorben ist und sowas, das ist nicht so, aber es ist egal. Aber es tut dem Film keinen Abbruch. Nee, eben, und genau, es funktioniert gut. Und Gladiators tun, man kann nachvollziehen. Also ich glaube, jeder Nomi kann das nachvollziehen. Nein, es passt alles zusammen so, genau. Und das ist halt bei Napoleon nicht so, es wirkt halt zerstückelt. Und ich würde einen anderen Director's Cut gerne sehen, wo diese ganzen Frauenszenen raus sind und nur die Schlachten zu sehen sind oder so. Das fände ich nochmal ganz interessant vielleicht. Aber du würdest doch auch nicht sagen, dass die Frauenszenen es schlecht machen, sondern nur diese Frauenszenen. Also man kann durchaus so einen Film machen, ja, ja, klar. Wo man auch auf das persönliche Leben von Napoleon, ich meine, du sagst es ja, es ist eine Schwerpunktsetzung. Ich meine, du kannst ja auch sagen, ich lasse die Völkerschlacht raus, weil ich will ein Bild von Napoleon zeichnen, wo ich eben hauptsächlich auf den Mensch Napoleon eingehe. Kann man ja machen. Man kann dann sogar, muss es auch gelingen. Man kann auch ein Bild von Napoleon zeichnen, der eben der Kack ist, der vielleicht wirklich war, weil diese Briefe sind ja tatsächlich überliefert und
wie er mit Josephine umgesprungen ist und zu lange an ihr festgehalten hat, obwohl die kein Kind von ihm bekommen hat und bla bla bla. Das hätte man alles machen können, aber so wie es halt vorliegt, ist es für mich halt inkonsistent. Es ist halt bei der Person auch so eine Sache. Stelle ich irgendeinen Nebenstrang der historischen Zeitgeschichte dar, also irgendeinen relativ unbedeutenden Feldherrn, bei Napoleon erwarten halt auch alle, dass bestimmte Dinge einfach thematisiert werden. Mhm. Wenn ich schon so eine Biografie drehe, dann will ich halt auch erfahren, wer ist das? Mhm. Also so, und was hat der geleistet? Klar, und da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig, so ein Film ist eben keine Dokumentation. Also wenn die Leute eben ankommen und sagen, bei der Schlacht, die sind nicht wirklich im Eis eingebrochen, weil er mit den Kanonen drauf geschossen hat. Ja, mal ganz ehrlich, scheiß der Hund drauf. Also ist doch nicht die Kritik an so einem Film, so eine Geschichte. Nur wenn sich sowas natürlich häuft und das sozusagen überhaupt nicht alles zusammenpasst, dann ist es problematisch. Aber du hast ja gesagt, bei Gladiator sind auch Unkorrektheiten drin. Deswegen sagst du ja nicht, der Film ist schlecht, weil an der Stelle ist er historisch nicht genau. Es ist immer eine Frage von Authentizität beziehungsweise einfach von der Nachvollziehbarkeit. Also ist das, was ich da sehe, wirkt es auf mich schlüssig und logisch? Und es gibt auch die Szenen im Film, die logisch und schlüssig irgendwie funktionieren für sich. Aber an dem Moment, wo halt Napoleon dann selber den Säbel zieht und dann in Waterloo in die Schlacht zieht, wo ich dachte, ach nee, komm. Das war dann schon ein bisschen... So hätte sich Napoleon dann lieber selbst gesehen. Glaube ich nicht mal. Nee, interessant, weiß ich nicht, interessant aber. Ist ja, ich finde eben, dass diese, du hast es auch schon gesagt, diese Kernszenen, wir haben jetzt ja Völkerschlacht angesprochen, aber ganz, also für mich die prägnanteste Szene ist dieser Cut nach Moskau. Plötzlich sitzt er an einem Tisch, dann stehen irgendwie alle um ihn rum, du weißt gar nicht, wer ist das überhaupt? Ja. Und dann sagt er plötzlich so, ja, und dann sagt irgendeiner, ja, die Gemeinschaft der Internationalen blablabla hat beschlossen, dass du... Und dann sitzt er so da, total überrascht und sagt so, wenn sie wollen, dass ich abtrete, dann mache ich es eben. Ich liebe Frankreich. Und du denkst dir so, Alter, in der Szene, 2 Minuten vorher warst du mitten in Moskau. Und in der nächsten Szene stehen da irgendwelche Typen und sagen, die Internationale Völkergemeinschaft hat beschlossen, dass, ja, wo kommt jetzt die Völkergemeinschaft her? Hä, was ist hier Sache? Also wir haben ja noch einen gewissen historischen Background, dass wir sagen können, wir wissen, was gemeint ist. Aber so ein Film wird ja auch für den durchschnittlichen amerikanischen Kinozuschauer produziert, der sowieso mit dem ganzen Stoff vermutlich nichts anfangen kann. Der sagt, was ist denn jetzt los? Also, und das sind so Cuts, wo ich sage, was denkt man sich da, wenn man da als Regisseur sitzt? Wie kann man sowas zusammenschneiden? Deswegen wirkt es halt manchmal wirklich wie eine kleine Wissenschaftsdoku, die halt von einem Jahrzehnt zum anderen skippt. Und das wird, und ich finde, Napoleon hat gerade alles verloren. Er hat gerade eben alles verloren. Zack, und im nächsten auch wird das so dargestellt wie, naja, abgehakt, Haken dran, nächste Szene, wo gehen wir als nächstes hin? Wir haben noch 2 Fragen offen, glaube ich. Die erste ist, ich glaube, wir haben es vorweggenommen, aber die eine ist ganz banal, wie finden wir den Film? Das sollten wir schon nochmal zusammenfassen. Mhm. Und die letzte Frage ist eigentlich die entscheidende, Volker, nämlich, was ist das Interessante an der Figur eigentlich? Ja. Aber wir müssen über eine Sache noch sprechen, weil das ist so prägnant und wir haben darüber noch gar nicht groß gesprochen. Joaquin Phoenix. Ja. Ist, glaube ich, den meisten bekannt. Ich meine, glaube, das Bekannteste von ihm müsste eigentlich Joker sein. Ich denke, also jemand guten Alters kommt nicht an einen Film von ihm vorbei. Joker ist, glaube ich, so das, was den meisten... Gladiator wäre ja dann auch noch. Ja, wobei, also Joker ist, glaube ich, ganz prägnant. Und dann natürlich, sag schon, Johnny Cash. Walk the Line, ja. Walk the line. Wobei, da würde ich schon wieder sagen, Leute, die jüngeren Alters sind als wir... Kennen den nicht. Vielleicht schon wieder uninteressant. Aber finde ich eigentlich grandios. Ja. Also wirklich extrem gut gespielt. Und Joker, auch gesungen. Joker kann man jetzt drüber streiten. Aber man kann, glaube ich, sagen, Joaquin Phoenix ist im Vergleich zu manch anderen Schauspielern jemand, der die Rolle ultra krass aufdrückt. Also manche Schauspieler haben auch ihre Eigenarten, aber passen sich sehr stark an die Rolle an. Also du spielst praktisch denjenigen, den du darstellen sollst. Und Joaquin Phoenix ist natürlich, also den setzt du in irgendeinen Film rein und er ist, also du, das ist ein Joaquin Phoenix-Film. Der ist überpräsent. Der ist überpräsent. Von seiner Art. Wie läuft Napoleon? So wie Joaquin Phoenix auch in Joker läuft. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, also der ist einfach so präsent. Ich weiß nicht, ob das die beste Wahl ist,
wenn ich eigentlich eine Person darstellen will. Weil später werden immer die Leute sagen, Napoleon in der Interpretation von Joaquin Phoenix. So habe ich mir das auch gedacht, ja. Es ist schon sehr präsent, ne? Ja, das ist das Problem natürlich in dem Film, wo er mitspielt, ne? Er drückt seinen Stempel auf und dann kommen die Vergleiche, ne? Also du fandest es sozusagen im Hinblick auf Napoleon auch sozusagen zu krass interpretiert oder? Also ich finde, ihn als Napoleon war wahrscheinlich die falsche Besetzung. Ja? Würde ich von Anfang an sagen, ja. Im Trailer habe ich das noch nicht so gemerkt, aber im Laufe des Filmes. Aber auch erst wirklich im Laufe. Also am Anfang dachte ich wirklich noch, es geht. Aber wo der Film dann halt in die Jahre geht, dann habe ich wirklich gedacht, glaube ich nicht, dass der wirklich der Beste. Und ich denke, dass auch viele Vergleiche, dass viele Leute Vergleiche dann auch ziehen mit seinen vorherigen Filmen. Und dann merken, ja, ich habe das ja auf dem Heimweg auch kurz gesagt. Ich fand mich in so vielen Szenen erinnert an alte Rollen von ihm. Genau, das so, meine ich. Wo man wirklich sagt, ich habe hier das Gefühl, da läuft jetzt Johnny Cash lang. Also Johnny Cash spricht mit seiner Frau. Das ist oder so, das ist so, ich weiß nicht. Also ich fand, er ist einfach ein Schauspieler, wo das so krass zum Tragen kommt. Kann man, ich meine, das ist ja manchmal auch gut, dass man sagt, der hat das so genial interpretiert. Aber ja, in dem Fall fand ich es ein bisschen übertrieben. Ja, ich mochte es eigentlich. Also ich mag auch Joaquin Phoenix sehr gerne. Nicht nur wegen Walk the Line jetzt, aber generell als Person. Ich hätte ihn gern gesehen, wenn der Film fokussierter zum Beispiel auf das letzte Drittel seines Lebens wäre. Also, sag ich mal, von der Völkerschlacht in Leipzig bis nach Waterloo. Wo eben, und das ist zusammenhängend auch mit der nächsten Frage, die Philipp angedeutet hat, eben, wofür Napoleon steht, nämlich als, dass er dann, das geht ja aus seinen Memoiren auch hervor, eigentlich ein gebrochener Typ in dem Sinn ist, dass er die Ideale, für die er auch mal gekämpft hat, in der Französischen Revolution und sowas, vollkommen über Bord geworfen hat, dass er im Prinzip ein zynischer, alter, weißer Mann ist, der ein komplett, wie soll man sagen, nicht utilitaristischen Zugriff aufs Leben hat, aber so sehr pragmatisch im Prinzip war, sehr, sehr zynisch, pragmatisch, sage ich mal, war vielleicht am Ende. Und das herauszustellen, und das wäre, glaube ich, auch ein Punkt gewesen, der mit Joaquin Phoenix als Figur gut funktioniert hätte. Aber es passt bei mir am Anfang überhaupt nicht mit ihm zusammen, auch weil er für die Rolle zu alt ist. Das wurde ja auch oft kritisiert. Oh ja, das hätte man zum Beispiel mit visuellen Effekten, CGI, eventuell doch mal ein bisschen eine kleine Verjüngungskur machen können. Andere Filme haben es gezeigt, es geht, ohne dass es unangenehm wirkt. Ne? Mhm. Aber dass er wirklich den kompletten Film lang eigentlich gleich aussieht, hat schon einen bitteren Beigeschmack. Ich verstehe halt die Notwendigkeit nicht, weißt du, dass man sagt, wir müssen das ganze Leben abdecken. Aber gut, es ist halt der Film. Und wie gesagt, Joaquin Phoenix, guter Schauspieler, hätte ich gern mehr von gesehen, aber eben aus dem letzten Drittel seines Lebens, wo er, glaube ich, auch altersmäßig mehr reinpasst und auch so von seinem Habitus eher, von diesem ein bisschen kalten, psychisch angeschlagenen, verbitterten Typen. Eigentlich wird er ja als so ein unfassbar krasses Muttersöhnchen dargestellt. Ja, das ist ja eine viel interessant. Finde ich übrigens die viel interessantere Beziehung als zu seiner Frau, Josephine. Finde ich die zu seiner Mutter. Weil im Grunde genommen wird es ja so dargestellt, als wird er im Grunde genommen komplett von seiner Mutter gesteuert. Stichwort auch Scheidung. Die kommt ja nicht von ihm. Ja. Die kommt ja daher, dass seine Mutter ihm, Spoiler, eine nackte 18-jährige Alte ins Bett legt und sagt, so, trink mal zwei Schnaps und dann mal drauf auf die. Und dann gucken wir mal, ob es bei dir alles läuft. Und dann kommt sie ja an, umarmt ihn und sagt so, du kannst ein Kind zeugen, sie ist schwanger, es liegt an deiner Alten, schmeiß die raus. Fruchtbarkeitstest, Frankreich, wie er früher gut funktioniert hat. Ja, allerdings. Da ging gut was. Ja, und da hast du aber recht, Volker. Also man kann sagen, im Grunde genommen, Napoleon könnte ja für die politische Rechte eine ganz, ganz interessante Figur sein. Ja. Nämlich der, ich weiß nicht, ob man da den Begriff technokratisch verwenden kann. Doch, absolut sollte man. Staatsmännisch würde ich gern verwenden. Der kühle, staatsmännische, relativ emotionslose Entscheider. Also derjenige, der eigentlich
anhand von wirklichen Machtoptionen und unter technischen Gesichtspunkten eigentlich entscheidet. Ne? Aber das wäre noch mal eine eigene Betrachtung wert, wie man Napoleon hätte darstellen können, wenn man jetzt mal ganz banal gesagt so einen Film von rechts drehen würde. Wie würde man Napoleon sozusagen darstellen als eine extrem zentrale Figur der europäischen Geschichte, die für Rechte durchaus äußerst relevant ist. Aber mach mal doch den Abschluss. Ganz banal, mit einer ganz banalen Frage. Wie fanden wir den Film? Ich meine, ich glaube, es ist im Grunde genommen schon durchgekommen, aber wir müssen schon ein Fazit treffen. Ich fange ruhig mal an. Also, ich fand den gar nicht so schlecht, um mal aus der Runde auszubrechen. Er hat mich unterhalten. Er hat mich durchaus unterhalten. Wir hatten es ja kurz nach dem Kino, man fängt ja auch immer so ein bisschen die Stimmen der anderen Kinobesucher ein. Die Kritik, dass er langweilig sei, zu langatmig und dass man vieles hätte schneiden können, teile ich nicht. Aber ich bin auch jemand, der keinen Film braucht. Also zum Beispiel, ich hasse ja Actionfilme. Also ich hasse zum Beispiel Mission Impossible und sowas. Ich hasse James Bond. Ist die Hölle für mich, diese dämlichen Auf- und Ab-Action hier. Kein Kommentar. Schrecklich, schrecklich. Also ich brauche keinen Film, der mich unterhält in der Hinsicht, dass er spannend ist. Spannungsbogen, bla bla bla. Das ist natürlich auch eine persönliche Geschmacksfrage. Der Film war mir zu keinem Punkt langweilig. Ich konnte ihm immer folgen, ich fand ihn gut. Ich habe nicht bemerkt, dass die Zeit vergeht und ich hätte nicht währenddessen gesagt, ja, also so Leute, ich bin nach 20 Minuten rausgegangen. Nein. Ich würde ihn mir nochmal anschauen. Trotzdem habe ich ja im Laufe des Podcasts extrem viele Kritikpunkte gebracht, die ich auch so sehe. Also der Film ist auf Deutsch gesagt eigentlich in die Binsen gegangen. Aber eher deswegen, ich finde nicht, dass der Film schlecht ist, sondern ich finde eher, dass er unfassbar viel Potenzial verschwendet hat. Also nicht, dass ich sage, der Film ist total scheiße und ich will mir nie wieder angucken, sondern ich sage eher, man hätte daraus was völlig anderes machen können. Und das ist eher so das Ding, was ich mir sage. Also, dass ich sage, er war so schlecht und öde oder so, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, wir brauchen jetzt hier nicht irgendwelche Punkte vergeben, das ist blöd, aber also ich fand ihn nicht so schlimm, wie er in der Kritik dargestellt wurde, beziehungsweise ich fand ihn aus anderen Gründen schlecht, nicht so von wegen, er ist ein woker Homo und da rennt noch ein Neger rum und sowas. Das war jetzt nicht so der Punkt für mich. Es gibt viel bessere Filme schon, ja, aber ich fand ihn jetzt auch nicht komplett desaströs. Ich glaube, ihr seht das anders, ne? Gar nicht so. Du hast ja eher so ein Mittelding. Du gehst ja quasi den Mittelweg, kann man sagen. Und ich würde es aber allerdings auch sagen, ich hatte es ja auch schon bei Twitter geschrieben, ich finde ihn nicht so schlecht, wie ihn die Kritiker machen, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so gut. Also ich würde ihn mir auf alle Fälle ein zweites Mal antun, und zwar den Director's Cut. Den möchte ich mir auf alle Fälle angucken. Ja. Da wird sich natürlich noch rauskristallisieren, kommt er noch mal ins Kino oder dann halt bloß auf Apple Plus beziehungsweise irgendwo als Angebot. Weil am liebsten würde ich es mir natürlich wieder im Kino angucken. Ne? Mhm. Das ist natürlich. Mir hat der Film rein cineastisch extrem gut gefallen. Gerade die langen, die großen Panoramaaufnahmen. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass leider der Film nicht bei uns in Kino 1 lief. Das ist bei uns das große Kino. Weil ich hätte gerne mal noch einen Meter gehabt, den ich mir angucken kann. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Da muss ich wirklich sagen, schade. Von der Spannung her, ich war auch immer am Bild. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Es ist nicht mal, dass ich ein bisschen eingeschlafen bin oder so. Aber, wie schon in der Kritik gesagt, mir haben gewisse Höhepunkte gefehlt, die auch musikalisch so umrahmt waren, dass ich vielleicht doch mal ein bisschen Gänsehaut haben kann. Und das kann ich bei einem Biopic durchaus erwarten, ohne dass da jetzt irgendwas verwaschen wird. Mhm. Und man muss auch sagen, wir waren in einem Kinosaal, der war komplett voll. Da saßen sogar Leute, die haben sich in die erste Reihe gedrängt, ne, mit Brille. Wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht. Und die gesamte Filmlänge ist auch keiner auf Toilette gegangen. Und das ist eigentlich auch immer ein gutes Zeichen für einen Film, der fesselt, dass dann auch Leute wirklich die 159 Minuten wirklich bis zuletzt durchhalten. Aber was denkt ihr, wir haben ja einen völlig anderen Blick auf solche Filme, glaube ich. Wie denkt ihr, hat so der durchschnittliche Zuschauer in diesem Kino das wahrgenommen? Also ich würde gerne die Stimmen aus dem Kino wiedergeben, aber ich kann kein Ukrainisch. Deswegen ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was der Normalmensch mit Napoleon verbindet oder welche Erwartungshaltung er dann jetzt knüpft.
Ich nehme an, dass denen auch aufgefallen sein wird, dass das ein bisschen inkonsistent alles ist. Also, dass es nicht also zusammenhängt. Ich denke, dem Normalbürger werden etwas die Zeitüberblendungen stören, weil die mich auch mitten gestört haben, gerade diese Weißüberblendungen zwischen den einzelnen Schlachten beziehungsweise auch zwischen den einzelnen Szenarien werden einfach bloß Weißüberblendungen gebracht und man ist dann wieder 2 Jahre vorne weg und so. Das würde mich zum Beispiel als Normalbürger auch wirklich stören, ne? Wenn man zum Beispiel über Napoleon auch gar kein, also nur noch das Schulwissen hat, Geschichte, 9. Klasse, 8. Klasse, keine Ahnung, wann wird das drangenommen? Und man sieht jetzt mal die Mutti mit 40 oder der Papa mit 45, ob der noch so viel weiß und dann eher mit fragenden Augen. Aber der Durchschnitt will doch, glaube ich, eher einfach nur unterhalten werden, oder? Was ich in dem Kinofilm 2023, das war genau der Anfang, schockiert hat, ist die allererste Szene, nämlich, dass du wirklich noch, wie bei Krieg der Sterne, vorweg einen Text hast. Ja. Sowas zeigt man doch heute anders. Da dreht man doch irgendwas oder zeigt eine charakteristische Szene. Vielleicht war es eine Hommage an irgendwas. Nee, da waren drei Folien, wie bei PowerPoint. Napoleon dominierte ganz Europa, wo ich mir denke, das kann man doch nicht bringen. Dann auch noch in so einer Cringe-Schrift. Irgendwie so, als hätte halt irgendwie der 50-jährige Papi bei Windows Movie Maker hätte historische Schrift eingegeben. Das ist wirklich ein absolutes Detail, aber da geht mir die Hutschnur hoch. Du kannst doch nicht 2 Minuten vorher so eine Texteinblendung. Auch sehr diskriminierend an alle Analphabeten da draußen. Ne? Das wollte ich aber vielleicht auch nochmal sagen. Ja, ich hoffe, dass sich da noch der ein oder andere Kreis meldet und da auch nochmal. Der weiße Ring. Die scheiß Einblendung am Anfang ist ja das eine, aber die Einblendung am Ende. Mit den aufgerechneten Toten, das ist ja wirklich das allerletzte. Ja gut, das war der Wahnsinn. Aber noch mal, was sollte das denn zeigen, dass Napoleon halt, dass Krieg halt scheiße ist? So von wegen, wir machen am Ende Apocalypse Now draus oder was? Es ist eine historische Frechheit, weil es verkennt, wie Kriege funktionieren. Also zum Beispiel hat ja Napoleon seine Kriege am Anfang deswegen gewonnen, weil er eben diese Levée en masse zur Verfügung hatte, also einfach mehr Leute. Wenn mehr Leute kämpfen, dann sterben halt auch mehr Leute. Oha. Es ist einfach so. So, und das Wieso? Ist, keine Ahnung. Möchte ich begründet wissen? Ist Mathematik, davon verstehe ich nichts. Und dass man auch noch hingeht und diese Scheiße dann auflistet. Das ist mir gar nicht mehr eingefallen. Gut, dass du sagst. Ja. Das ist wirklich ein i-Tüpfelchen, wo man sagt, was soll das jetzt sein? Will man aus dem Ding jetzt am Ende einen Antikriegsfilm machen? Zumal ja Napoleon in Frankreich massiv gefeiert wird. Ich finde es halt auch blöd, weil wenn du eine Botschaft, die Botschaft in jedem Film vermitteln möchtest, dass Krieg scheiße ist, dann pack sie bitte in deinen scheiß Film rein, ja, genau. Und mach nicht irgendwelche behinderten Zahlen am Ende. Das ist ja das Entscheidende, das haben sie ja gar nicht so sehr gemacht, das Leid des einfachen Soldaten. Was es ist in Ordnung, wenn ein Soldat irgendwo in Austerlitz im Eisteich verblutet, weil es spektakulär ist und die Leute dran hält und im Film hält. Aber am Ende muss man noch mal darauf hinweisen, dass ja übrigens auch ganz, ganz viele Menschen da gestorben sind. Ja, aber genau das meine ich ja. Wie plump ist das? Ich meine, nimm im Westen nichts Neues. Ja. Nimm andere Erster Weltkriegsfilme. Der Erste Weltkrieg ist doch das Paradebeispiel für Filme, in denen das Leid des einfachen Soldaten gezeigt wird. Ja. Ja? Das ist so der Klassiker, zu sagen, das ist ein völlig sinnloser Krieg. Brüdervölker, denen faulen die Füße ab, die sitzen in irgendwelchen Schützengräben. Dann werden solche Weihnachtsszenen gezeigt, wie die Soldaten sich die Hand geben. Eigentlich sind wir ja keine Feinde und so weiter. Also der Erste Weltkrieg ist, glaube ich, das Paradebeispiel für so Antikriegsfilme. Vietnam sicherlich noch, ja, auch. Aber bei Napoleon, ich meine, in dem Film kam das, also das ist definitiv kein Antikriegsfilm. Nee, vielleicht war Ridley Scott Intention auch einfach nicht einen einfachen Mann zu zeigen. Ja. Vielleicht ist er einfach auch ein überdekandierter, reicher Sack aus Hollywood, der halt einfach bloß das Spektakel ein bisschen auf die Leinwand bringen will. Und hoffentlich seinen letzten Film. Hollywood Hank, ja. Aber nee, also das kommt gar nicht. Und dann diese Einblendung zu machen, die ja im Prinzip nichts anderes sagen soll, wie Napoleon ist ein Irrer, der, 2 Millionen Menschen umgebracht hat. Also gut, dass du es sagst, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das ist wirklich, also das muss man schon als Zum Frechheit Glück hatten bezeichnen. Wir das nicht als Fußnote unten noch mit Sternchen unten im Film. Ja. Gut, also, tja, Volker. 5 von 10, gerne wieder. IMDb. Habt ihr mal geguckt, was der Film Rotten, hat? Bei Rotten hat er, glaube ich, 60. Rotten Tomatoes. Da sind sie sich auch, also die Kriterien sind auch sehr gespalten. Hm. 60-40, glaube ich. Oder sogar 58, ne? Zugunsten aber.
zugunsten, aber nur knapp eigentlich. Mhm. Und ich glaube, Interscore, ich weiß gar nicht, wie die andere Seite hieß, da fiel es ähnlich aus. Na, bei IMDb hat er 6,7 von 10. Mhm. Bei 38.660 Bewertungen. Ist nicht besonders viel. Nee, aber naja. Ja, nicht, dass das jetzt was heißen soll, aber... Ich hätte den Film anders gedreht, aber auf mich hört da niemand. Das ist schön. Und man kann natürlich auch kritisieren, dass die Hauptdarstellerin nicht so hot war, ne? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Eigentlich wäre es das ja. Vanessa Kirby, das war eigentlich der Film, wo sie sich hätte mal wirklich beweisen können. Eigentlich ist das komisch, weil ja, Joaquin Phoenix für seine Rolle viel zu alt ist und die Kirby viel zu jung. Genau. Aber sie so hingeschminkt ist, das ist ja... Aber vielleicht wollte uns der Regisseur mit irgendwas sagen. Ja, ich weiß auch nicht. Es kommt auf die inneren Werte an. Also ich fand die Vanessa Kirby... Das war ihr Film, um sich zu beweisen, weil davor die letzten Filme... Der 1988 Mission Impossible, geboren. No? Mission Impossible und Fast and Furious, Hobbs and Shaw waren so ihre Vita in den letzten Jahren. The Crown kommt ihr auch vor. Also Filme, die du gut findest. Filme, die ich mir Samstagabend anschaue. Alleine. Aber das ist jetzt ein Thema, was wir nicht vertiefen wollen. Nein, nicht, dass hier noch bittere Tränen gibt. Ich schaue halt gerne mal Blockbuster. Jetzt hör doch mal auf hier. Liebe Freunde, es war mir eine Freude. Ich hoffe, wir werden in regelmäßiger Häufigkeit hier Kinofilme besprechen. In diesem Sinne, habt ihr noch was zu trinken? Nee. Nein. Bin ich der Letzte? Nein, ich hab noch was. Na dann, Prost. Volker, Schluck spricht. Wie man so schön sagt. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Hören. Wir würden uns natürlich dafür interessieren, offiziell, was ihr vom Film haltet. Ach so. Der ein oder andere hat es ja schon auf Twitter forciert, wenn ihr diesen Podcast hört. Fühlt euch nicht abgeschreckt, schaut euch den Film selber an, denn ich glaube, trotz aller Kritik, die wir gebracht haben, ist es kein Film, wo man sagen muss, geh auf keinen Fall ins Kino. Also es gibt Kritik daran, aber ich würde jetzt niemandem empfehlen zu sagen, guck dir den auf keinen Fall an, der ist ein richtiger Griff ins Klo, oder? Es ist auf jeden Fall auch kein Film, wie ich bei Twitter gelesen habe, dass man nach 20 Minuten das Kino verlässt. Nee. Also das ist ja wirklich das Schwachsinnigste, was ich jemals gelesen habe. Als Schwabe verbietet sich sowas eigentlich auch. Ja, das stimmt. Obwohl mir, du hast ja auch keine Nachos gekauft als guter Schwabe. Nee, natürlich. Obwohl wir sagen müssen, wir waren im Übrigen beim Kinotag. Ne? Die Karte hat bis 6,90 € gekostet, da haben wir einen Schnapper gemacht. Ja, vielen Dank nochmal. Gut, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Tschüss.